Etwa 2000 Schülerinnen und Schüler trafen sich am Freitagvormittag am Mozartplatz ein, um gegen die Streichung der schulautonomen Tage zu demonstrieren. Vor allem von Seiten der Politik fühlen sich die Schüler hintergangen. Ich gehe streiken gegen die Frau Schmidt, weil die bütet sie nämlich echt ein bisschen zu ein. Die glaubt, dass wir uns Schüler irgendwo alles gefallen lassen und die glaubt, dass nur weil wir Schüler sind, dass sie alles mit uns machen kann, was eine absolute Frechheit ist. So eine fachunkompetente Ministerin habe ich noch nie in Österreich erlebt, seitdem ich das beobachte. Ich finde das echt eine Frechheit, was da los ist. Von dem her gehe ich auf die Straße und will einfach ein Zeichen setzen gegen sie und dass es so einfach nicht geht. Die Lehrer haben uns angelogen wegen die schulautonomen Tage. Jetzt bin ich da, weil ich will, dass es wieder normal ist, dass wir wieder schulautonomen Tage haben. Ja, es ist unsinnig einfach, weil an den 5 Tagen, wenn da ein Ferientag dazwischen ist, nachher, also wenn ein Dienstag frei ist, wegen Freitag, und am Montag ist dann Schule, da geht sowieso nicht wirklich was weiter. Oder wenn es Donnerstag frei ist und Freitag Schule, da passt dann nicht wirklich weit wieder auf. Was fordert ihr also jetzt von den Politikern? Ja, Schulautonome Tage zurück und eben die Verhinderung der Zentralmatura und Gesamtschule. Ich bin eigentlich nur da, dass ich nicht in der Schule sein muss. Mir ist das wurscht, ich bin Maturant.